Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Minecraft 1.16 Snapshot. Ja, wir haben das im letzten Part recht viel bekommen. Also, ja, Diamanten haben wir nicht gefunden, aber sonst echt toll. Jetzt weiß ich aber nicht mehr wohin und der Grafikfehler ist leider immer noch da. Hab's, ja, wir müssen auch nochmal. Das ist irgendwas mit, ich weiß nicht, ob das weiche Ding ist oder Bausink unbegrenzt. Mach ich nochmal an. Und dann sollte eigentlich das weg sein. Nein, ich bin noch da. Irgendwas macht es, aber ich weiß nicht mehr was. Weiche Belohnung, Beleuchtung Minimum ist auch noch da. Schnell. Immer noch da. Partikel, minimal. Wolken, nein, Wolken ist es sicher nicht. Ja, ich kann es nicht wegmachen, ich bräuchte dann Optifine, aber das muss dann auch wieder zuerst rauskommen. Deshalb machen wir das mal alles auf normal wieder, also so wie ich es vorher hatte. Und müssen halt einfach damit leben, dass wir da ein paar Grafikfehler haben. Tut mir leid, aber wer das weiß, das bitte in die Kommentare schreiben. Also hier haben wir Eisen schon rausgenommen, ja. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo wir drin waren. Es ist halt jetzt schon wieder ein Tag, ein kompletter Tag oder sogar noch ein bisschen mehr vergangen. Glaube ich da drüben. Irgendwo war doch das Dorf. Da war das Dorf. Dann müssen wir da hinten durch. Ja. Also gehen wir mal hier hinten durch zu den nächsten Diamanten, also zu den ersten Diamanten. Der hat auch viel Bock. So, zu sterben. Ja, wo ist denn die Höhle? Hatten wir irgendwo eine Höhle? Aber wir haben so viel Brot, cool. Das dachte ich schon, ich könnte nicht rennen. Ich glaube, hier war die Höhle, wo wir reingegangen sind. Also es ist natürlich schon ein bisschen schwer, ohne Minimap, ohne Markierung und so. Das ist schon ein Luxus in unseren Modpacks. Ja. Wenn wir Betten haben, müssen die Schafe eigentlich töten. Oder war die Höhle hier? Ich mache noch einen Sound ein bisschen leise. Ich habe gemerkt, das war doch ein bisschen zu laut. So. Dass euch nicht zu sehr stört, wenn ich die Stimme nicht zu laut habe. Ist die nicht mehr? Ja, eine Wabe. Cool. Sah ich doch richtig, ganz schnell. Das Kompost brauchen wir nicht. War hier die Höhle? Also scheint hier sind Höhlen. Ja, hier war eine andere Höhle halt. Gehen wir mal zuerst hier rein. Ja, wie man sieht, sieht man nichts viel. Gut. Ich möchte gern so Lava. Hallo Lava. Lava, Lava. Ja, Kohle braucht man immer. Aber ich möchte eigentlich hier runter. Eine Spinne ist zu hören. Da ist die Spinne. Und Creeper. Schade, dass man den nicht erreichen kann. Ja, genau. So. Und weg ist er. Da ist glaube ich nichts. Ah, okay, da war noch ein Creeper, den ich nicht gesehen habe. So. Aber gibt es nicht hier einen Weg nach ganz unten? Wäre schon schön, wir brauchen jetzt endlich Diamanten. Ja, sind ja schon ein paar Minuten vergangen. Hallo. Ist der von oben gekommen, der Krieg? Von hier? Ja. Okay. Ja, das ist wirklich gar nichts. Die Spinne hat ein Problem, dass sie immer nach oben geht an den Wänden. Also kann sie uns nicht erreichen.
Ja, dann lassen wir wieder Plunder raus, aber Plunder gibt's nicht mehr so viel. Ah, ich hasse rote Penisse. Und tschüss. Ha, noch besiegt. Sehr gut. So, und hier ist wieder 12, oder? Ah, das ist Screenshot. F3 muss ich drücken. 18. Ja, jetzt müssen wir halt wieder von ja, wieder normal runtergehen. Ruckeln. Ja. Wir haben leider keinen Eimer mit Wasser. Ja, gut. Hallo Lavasee. Ja, du bist sehr, sehr bekömmlich. Aber ich brauche dich nicht, ich will nicht sterben. Wäre ja nicht gut für unseren Fortschritt, wir würden alles verlieren. Aber eigentlich möchte ich ja das Neffe zeigen, deshalb sollten wir uns nicht töten lassen. Aber wo sind die Diamanten, die ich brauche? Weh, ich sterbe jetzt, denn hey. Ich werde es euch nie verzeihen, liebe Entwickler. So habt ihr das System so blöde gemacht. Weil, ja, zu sterben und alle Items zu verlieren, ist einfach ein No-Go. Das ist für Leute, die eben hardcore-masochistisch sind, aber nicht für Leute, die eigentlich nur zocken möchten. Und so Bock habe ich jetzt auch nicht, die ganze Zeit immer wieder neue Items zu farmen. Es ist einfach wegen der Lust, was das bremst bei Minecraft. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich muss Keep Inventory anmachen, aber ich mach's nicht. Ich möchte aber eigentlich auch noch ein bisschen etwas farmen im Meer oder so. Aber das ist dann wieder ein Problem, ein nächstes Problem. Wie? Ja. Wie sollen wir jetzt ein Meer finden? Mist, ich habe wieder zu viel wenig Holz. Ja, schon doch genügend Holz, aber. Ich muss mal ein bisschen mehr haben, mitnehmen. Ja, das nächste Problem ist auch wieder wie zu viel Müll. Da wir ja jetzt eigentlich so viel bauen werden, okay, dann nach der Hölle erst, aber werde ich jetzt mal nicht so viele verschiedene Steine und alles mitnehmen, sondern Kobble eigentlich immer wieder wegwerfen. Ich denke, ich mache ein Haus in der Hölle. Ich brauche jetzt so nicht unbedingt ja, Nahrung und so zu holen. Das hole ich dann außerhalb vom Portal einfach. Am besten irgendwo am Meer das Portal machen und dann wieder angeln. Aber angeln ist ja auch euch ein bisschen langweilig, denke ich mal. Dürft gerne schreiben, nicht in den Kommentaren. Dann weiß ich es ja, wegen dem Angeln. Oder auch ein bisschen mehr in die Kommentare schreiben. Ja, herzlichen Dank. Aber wir finden immer noch keine Diamanten. Sind die rausgenommen worden in der 1.16? Waren die zu OP? Könnte ja sein, dass die Entwickler das jetzt einfach mit Snapshots weggemacht haben. Aber wir finden wieder keine. Das kann auch nicht sein. Aber so abhängig ist man von Diamanten, dass ich sogar, ich, wo gar nicht greedy ist, dass sogar, ja, greedy werde. Bei mir braucht es echt lange, bis ich greedy werde. Und jetzt werde ich plötzlich greedy, weil ich keine Diamanten finde. Merkwürdig. Kann es das sein, dass das irgendwie eine Art von Manipulation, also Gehirnwäsche ist? Ist Minecraft eine Gehirnwäsche? Oh, gute Frage. Aber vor allem macht Minecraft mega süchtig. Nur wenn ich nicht vorwärts komme, werde ich wieder nicht süchtig. Dann spiele ich wieder nicht Minecraft. Dann bin ich wieder beleidigt. Kommt, macht, dass ich vorwärts komme, liebe Entwickler.
Aber Level 9 ist ja schon mal gut. Ich brauche einfach Level 30. Also ein Spawn wäre auch nicht schlecht. Ja, wir müssen noch ein bisschen Geduld haben, liebe Zuschauer. Okay. Und dann haben wir hoffentlich relativ schnell dann alles gemacht. Aber ich möchte gerne im Neffe ein Haus bauen. In einem schönen Biom. Werden wir dann sehen. Was bauen wir? Ein Holzhaus? Schön an der Lava. Aus den neuen Blöcken ein Haus. Ich weiß gar nicht, was für neue Blöcke. Ich habe noch nie ins Kreative in Hotel geschaut. Es ist alles völlig blind von 1.16. Ich habe nichts mich empfunden. Aber keine Diamanten ist nicht gut. Das verzögert wieder unsere. Ja. So weiterkommen. Ja, dann bauen die auch nicht immer ab. Liebe Leute, wir finden keine Diamanten. Wir haben das Problem, dass niemand sonst hat. Oder doch viele Leute auch haben, aber. Gebt mir endlich Diamanten. Liebe Entwickler, ist er böse. Ihr habt das nicht random genug gemacht. Ja, doch, schon zu random. Aber. Dass man einfach keine Diamanten findet, ist schon echt blöde. Heute ein Part, nur auf Diamantensuche, aber kein Reward. Kein Reward. Nix. Ja, komm, dann machen wir das anders. Wir bauen mit Erde. Wir machen einen großen, ja, eine Rakete, okay? Wir bauen eine ganz große Rakete. Anstelle vom Neffe anschauen und so, ja, wer braucht schon die neuen Features? Ja, ich bin ja einfach Minecraft, oder? Wir bauen jetzt einfach eine Rakete, die aussieht wie ein männliches Geschlechtsteil. Genau, und spielen ein bisschen Austin Powers. Ja, dann brauchen wir noch das Mojo, einen Tank voller Flüssigkeit. Ja, und da drin schwimmen Fische. Gott. Liebe Leute, ja, ich mache Minecraft für 18-Jährige, also nicht meinen, ja, ihr hättet nicht gewarnt sein sollen oder so, aber der Kanal ist natürlich eher für ab 18 Leute. Tut mir leid für die Jüngeren. Nee, es ist natürlich klar, dass auch Junge das hören dürfen. Nur hat YouTube doch strenge Richtlinien gehabt, die gar nichts bringen, oder? Nur nerven die ganze Zeit, oh, YouTube Kids wird geändert und so. Oh, es interessiert uns keine Bohne. Wir sind ja Jugendliche oder Erwachsene, also bitte. Aber was das einfach immer wieder für Mitteilungen braucht. Ja, mitteilen bei YouTube. Oh ja, wir werden momentan Corona-krank. Ja, das interessiert uns ja auch sehr. Das hört man nicht in den Nachrichten oder so. Das muss man auch von YouTube Bescheid sagen bekommen. Oder? Wie fühlt ihr euch? Fühlt ihr euch jetzt momentan eingesperrt oder sonst irgendwas? Zu, ja, zu übervorsichtig, oder? Dass ihr übervorsichtig sein müsst. Also ich als Gamer spiele überhaupt gar nichts davon. Ich bleibe zu Hause, wie ich eigentlich auch gerne immer mache. Ich bin halt noch Sportler, aber dann gehe ich raus und berühre keinen Mensch und keinen Gegenstand. Dann mache ich einfach den Sport im Wald und weiß, anstelle auf dem Sportplatz. Aber, dass ich da irgendwie vorsichtig sein muss, mir nicht zu bohnen. Nicht so wie die armen Menschen, die Hamsterkäufe machen mit dem Toilettenpapier. In der Schweiz kein Toilettenpapier mehr. Nichts mehr. Und in Minecraft keine Diamanten mehr. Mysteriös. Liebe Leute, was soll ich machen, um Diamanten zu finden? Sollen wir kurz cheaten? Na komm, wir cheaten kurz die Diamanten. Dann kommen wir auch noch ein bisschen vorwärts. Aber Minecraft will mir keine Diamanten geben. Yes! Also das ist jetzt momentan das längste ohne Diamanten. Das längste Spiel, ohne dass ich Diamanten gefunden habe. Ja, finde ich toll. Glückwunsch, Minecraft, ihr seid so nett. Diese Randomness. Wieso bekommt nicht jeder drei Diamanten am Start?
Das wäre doch mal etwas. Drei Diamanten sofort im Inventar. Ja, toll. Ich glaub's dir nicht. Soll ich mit Redstone überhaupt? Ich benutze Redstone nie. Tut mir leid für die Redstone-Fanatiker, aber ich habe irgendwie das Gefühl, ich muss Redstone nicht haben. Ich spiele komplett ohne Redstone. Wenn ihr mir ein bisschen erklärt, ja, aber ich benutze Minecraft, also Redstone wirklich Minecraft nie. Deshalb habe ich da auch das Gefühl, ich brauche es nicht oder ich kenne es nicht. Also ich kann viele Maschinen bauen. Nur ich brauche sie nicht, die Maschine. Wenn dann eine Monsterfalle, die automatisch ist, ja. Würde ich ja gerne machen. Aber dafür muss ich jetzt auch nicht Kenntnisse haben. Also nicht so viel Kenntnisse, dass ich jetzt jemanden brauche, der mir das erklärt. Das würde ich auch selber hinkriegen. Nur, das ist natürlich wieder etwas, das wir vielleicht... Oh, endlich, Mann! Wow, hat mich das überrascht, ey. Und das sogar noch viele. Wow, endlich. Also, liebe Leute, es geht endlich los. Ihr dürft wieder den Part ein bisschen länger schauen. Ja, genau hier daneben. So, dass man es nicht gesehen hat früher. Okay. Ja, ist wirklich nichts los mit. Also, dann haben wir hier vorne auch dann noch Obsidian. Und dann machen wir doch gleich das Portal. Oh, komm. Muss ich das in Blöcke abbauen. So, habt ihr auch das Gefühl, durch die neuen Texturen habt ihr weniger Augenprobleme, also dass eure Augen viel entspannter sind? Also ich habe jetzt das Gefühl, Minecraft wurde viel smoother. Aber auch ein bisschen hässlicher, oder? Also es ist schon ein bisschen hässlich, die neuen Texturen. Nicht mehr so schön. Hässlich ist es natürlich noch lange nicht. Das ist genau das, was ich mag. Ich mag's, dass es so altmodisch aussieht. Kommen halt wieder die Fortnite, also die Call of Duty spielen und sagen, das ist mega hässlich, das schaue ich mir nicht an. Aber gut, man wird immer Kritiker haben. Je mehr Einfluss ihr habt, desto mehr Kritiker habt ihr. Ja, und wie machen wir jetzt das ohne... Okay, gut. Als erstes einen Eimer, dann brauche ich Wasser. Fäden brauche ich eigentlich gar nicht, aber ich nehme den lieber mit, auch wenn es nur ein Faden ist. hier ist Wasser. Gut. Sehr schön. Das können wir eigentlich genau hier so abbauen, dass wir immer Wasser haben. Ja, jetzt muss ich natürlich zuerst den auch machen. Die Spitzhacke nämlich. So. Und dann halten wir eigentlich dann schon das Portal. Aber es geht halt einige Zeit. Ja. Und währenddessen erzählen wir das über das Nichts. Was ist das Nichts? Ein Nichts ist ein Zustand, wo nichts los ist. Fertig. Ja, momentan kein Sport, keine Veranstaltungen, nichts. Nur Coronavirus. Coronavirus da, Coronavirus hier, überall Coronavirus. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, die Gamer sind die glücklichsten Menschen auf Erden. Was die jetzt momentan so machen können, weil sie einfach auch Zeit haben, zu zocken. Jetzt. Kein Job mehr machen müssen. So. Das ist einfach cool. Nur, wer bezahlt die Zocker auch? Weil viele Firmen gehen jetzt pleite. Was ist mit den pleite gegangenen Firmen dann? Ach man, oh. Muss ich das erst löschen? So. Ab die vielen habe ich, oder? Kann ich nicht aufnehmen, weil ständig irgendwas ins Inventar gerät. Kann man nicht ausmachen, dass keine Cobblestones mehr eingesammelt werden. Unglaubliche.
Es gibt zu viele Koppels hier, Koppels da, Koppels hier. Ja, was macht ihr heute noch? Oder morgen? Zocken, zocken. Was macht ihr übermorgen? Zocken, zocken. Übermorgen, auch zocken, zocken. Ja, Baby, ja, zocken, zocken. Zocken, zocken. Was nicht, ey? Und jetzt? 7. Übermorgen zocken, zocken, zocken. Oh, der wird angesammelt. Sehr gut. Ja, wir brauchen eine 15. Plus nochmals. Da warte. Wir brauchen 15 mit dem Zaubertisch auch, also das sind 4. 11, brauchen wir 11. Glaube, wir brauchen nur 11, oder? Sonst holen wir einfach nochmal Obsidian. Naja. Vielleicht gibt es einen Zaubertisch in den neuen Ruinen, also nette Festung. Das ist nicht die nette Festung, sondern neue. Ich glaube, es gibt neue. Aber da gibt es gar keine neuen Gebäude. 12. Zocken, zocken. 13, 14, 15, okay. Ja. Zocken, zocken. Es nervt schon langsam, gell? Aber es ist cool, dass jetzt wirklich auch eine sehr tolle Version rauskommt, die 1.16. Nur bringt es dem Spiel jetzt nicht so viel. Also, Neffe-Update ist jetzt etwas, was ich jetzt nicht unbedingt bräuchte. Bräuchtet ihr wirklich ein nettes Update? Weil Neffe ist für mich immer ein Highlight. Oh Gott. Shit, ich bin fast gestorben. So, Koppel, jetzt bist du ja mal nützlich, hä? Ja, explodier mal kurz. Nicht? Okay, dann habe ich. Die Skelette auch keine Chance mehr haben. Oh. Hallo, guck mich nicht so an! Du machst mir Angst! Du machst mir Angst! Gibt's hier irgendwo? Ah, nicht schon den Krieg. Also, aber das ist irgendwie falsch. Das ist nicht hier, wo ich durch will. Also, wir kommen halt hier nicht so gut raus. Wir sind doch irgendwo anders steil runtergegangen. Und dann haben wir den Weg verpasst. Ich weiß auch nicht wohin. Aber ich habe irgendwie gar keine Angst. Ich fühle mich schon overpowered, obwohl ich keine Rüstung habe. Nix. Nein, nicht Lava. Ah, es kommt gar nicht runter. LOL, die Lava kommt nicht runter. Die fließt neben dann durch. Jetzt kommt sie runter. Nein, ich habe sie. Ich habe das Wasser verloren. Ah, die Klappe. So. Weil wir jetzt gerade hier ein bisschen eingebaut sind, möchte ich gleich mal noch kurz schauen. 24 Minuten wieder. Okay. Ja, wo gehen wir hin? Wo, wieso ist eigentlich überall jetzt Lava? So viel Lava haben wir ja noch nie entdeckt in einem Let's Play. Wie viele Let's Plays habe ich schon gemacht? Hunderttausende? Okay. Ja, verbrennen mal schön. Armes Zombie. Was macht eigentlich Zombie? Macht er noch Minecraft? Ja, denke schon. Ab und zu kommt sicher bei ihm noch Minecraft. Aber ich habe irgendwie immer hingeschaut. Also so Make-up-Projekt und so habe ich immer bei ihm geschaut. Weiß ich auch nicht wieso. Vielleicht nicht der Beste. Nein!
sterbe jetzt. Mann, ich laufe im Kreis, habe ich das Gefühl. Okay, wie sollen wir das machen? Zubauen. Wir kommen nie mehr raus aus der Hütte. Aus der Hölle, Hölle, Hölle. Die Hölle, Hölle, Hölle. Das ist hart. Ich kenne das Lied nicht. Hölle, Hölle, Hölle. Wir sind draußen. Juhu. Los, bitte. Komm. Was habe ich denn Probleme? Ich kann nicht mehr Minecraft spielen. Ich komme einfach nicht mehr vorwärts. Die nächsten Tage verbringen wir hier unten, weil wir nicht mehr rauskommen. Weil wir keine Diamanten finden, weil wir nichts finden, weil wir einfach unfähig sind. Zocker. Wir brechen das Projekt ab. Nein. Natürlich nicht, aber es macht mir schon ein bisschen Sorgen, dass ich da euch so wenig zeigen kann, weil ich so ein Schussel bin und so lange brauche. Ja. Ja. Einsame Spitze, liebe Entwickler, dass ihr mir so einen gigantischen Berg vorwirft. Werfen tut. Aber darf ich jetzt mal rauskommen? Es geht immer so weit hoch. Ja, es ist auf dem Berg. Ja, mitten auf einem Berg natürlich. Ja, aber nicht so hoch. Ah, da haben wir ja mehr auch. Also, was machen wir jetzt im nächsten Part? Kann es sein, dass irgendwo hier die Kiste ist? Ich glaube, es ist auf der falschen Seite, oder? Ich komme nicht mehr draus. Ich möchte einfach zur Kiste kommen. Was ist das eigentlich? Ist es auch ein Schnee? Ja, es ist auch ein Schneesack. Ich dachte schon ein Gebäude. Hm. Wir müssen einfach zur Kiste jetzt zurückkommen. Also es war bei einem Schwarzeichenwald, also Roofed Forest. Deutsch heißt, glaube ich, irgendwas von. Ich habe keine Ahnung. Also gehen wir rüber zum Roofed Forest. Aber so viele Waben? Ich weiß noch, 1.15, ich habe keine Waben gefunden. Und jetzt? Ist da drüben das Dorf? Ich damals schon denke, das ist sicher das Dorf, das eben. Es war im Roofed Forest. Aber welchen Roofed Forest in der Nähe? Und wieso habe ich jetzt eben kein Wasser nirgends? Da. Ah, das ist auch toll, immer diese Fliegenwischen. Oh, das ist nicht so toll. Oh, so tief. Eine Schlucht im Weg haltet uns auch wieder. Ich glaube, es war hier. So einen Berg habe ich in Erinnerung. Ja, 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 es ist hier. Bei der Summe bist du drüben. Gut, dann sind wir wieder zu Hause. Aber wo genau? Da drüben. Oder hier, ja, es war glaube ich hier. Hä? Oder noch nicht gedacht, es war hier. Hä? Na, nicht ganz. Nicht ganz, aber es war ein Birkenwald auch in der Nähe. Hm. Wenn man nur einen Kompass hätte, also wenn man nur eine Karte hätte am besten. Ja, Pferde haben wir auch hier, sehr gut. Wo ist denn das Dorf? Ist das dort drüben? Ah, ich will wieder C drücken. Hm. Ja, vielleicht müsst ihr mir damit helfen, wo das da Ding ist. Aber ich möchte jetzt auch nicht ein paar zu lange noch herauszögern, weil YouTube irgendwie mehr Probleme bekommt mit langen Videos. YouTube hat immer wie schlechter wird. Die hat auch Corona-Krise haben. Das ist, glaube ich, gar nicht hier in der Nähe. Wir sind völlig falsch. Ja, wir haben ja gar nichts gelagert, also wir brauchen das nicht. Ich werde dann einfach zu den Eisbergen zurückkehren im nächsten Part. Und dort machen wir dann auf den Eisbergen, nein, nicht am Strand, weil wir dann ja dort anpflanzen müssen und so weiter. Ich werde einfach, ja, genau. Ja, es ist nicht hier. Ein Gebirge war auch nicht hier. Ich würde gerne noch ein bisschen mehr Ding holen. Weizenblöcke. Um mehr Brot herzustellen. Beim Neffe werden wir wahrscheinlich nicht so viel Essen haben.
Wow, da, wir machen gar nichts im Neffer. Also wir bauen nicht im Neffer. Vielleicht genau am Meer mit Nefferblöcke bauen. Das wäre doch eine Option. Ja, das machen wir. Neffer zu bauen ist halt immer sehr schwer wegen dem Gas und so, wegen dem Geschrei, der niemand braucht. Gut. Also müssen wir hier schlafen. Ich habe kein Bett, ich habe es ja dort. Okay. Ja, gut. Ja, es sind zu viele. Ich hau ab. Ich hau ab neben dem Skelett durch. Ja. Also, dann müssen wir leider umkehren. Es ist nicht hier. Wir machen im nächsten Part eine Gratwanderung durch. Das andere Zeug. Oh Gott, Schaf! Hey! So. Okay. Oh, hier eine Fackel. So. Danke fürs Schauen. Bis zum nächsten Part. Diesen chaotischen Part, endlich fertig. Nächsten Part wird noch chaotischer. Ja. Tschüss.